Grüßt euch ganz herzlich. Mein heutiges Video wird sein zum Thema einmal Potenzialentfaltung und zurück. Und erstmal zeige ich euch, wo ich bin, hier an diesem wunderschönen Ort am Hohen Meißner. Habe gerade Wasser geholt an der Quelle, wie ich das schon sehr, sehr lange mache. Mir Wasser selber holen, das gehört irgendwie für mich zum Leben. Habe ich auch schon Video drüber gemacht. Also kann ich nur empfehlen, Wasser selber zu holen. Aber jetzt zum Thema Potenzialentfaltung. Und zwar es gibt einen Anbieter, der sich auch einen Namen gemacht hat, sehr bekannt ist und Potenzialentfaltungskurse online anbietet. Und ich hatte mir ehrlich gesagt, ich glaube schon ein Jahr oder zwei Jahre vorher überlegt, ob ich diesen Kurs mache. Und ich habe das gesehen, fand es interessant. Und ja, weil ich nicht so viel Geld zur Verfügung habe, habe ich mich dagegen entschieden. Und dann haben mir zwei Leute unabhängig voneinander empfohlen, ja, ich soll doch mal bei diesem Anbieter gucken, bei dem, was ich so gemacht habe. Ja, das wäre vielleicht was für mich. Also vor allen Dingen in Bezug auf die Another World Zeit. Und dann habe ich jemanden kennengelernt, auch der den Kurs gemacht hat und hat mir kurz vor Anmeldeschluss, ich weiß nicht, einen Tag vorher oder selben Tag noch, ganz kurz davor, vorgeschwärmt, wie toll der Kurs ist, er hätte den gemacht und ja, das ist wie billiges Coaching. Und ja, für den Preis, das kriegt man so nicht so schnell wieder und so weiter. Auf jeden Fall, ich habe mich dann entschieden, den Kurs zu machen. Und ich fand den auch super gut. Also das muss ich wirklich sagen. Ich fand den Kurs klasse. Er war allerdings ein bisschen schnell. Es ging sehr, sehr schnell alles voran. Also ich war bei weitem nicht so schnell. Bin dann immer so hinterher gehechelt. Es gab zum Glück auch mal eine Pause zwischendurch. Mal eine Woche kein Programm. Also es war sehr viel innerhalb kürzester Zeit. Man konnte eigentlich gar nichts alles machen oder ich konnte nicht alles machen. Ja, und dann gab es Konferenzräume, also per Video-Zoom-Calls, um sich auszutauschen auch. Und also war gut, muss ich sagen. Hat mir sehr gut gefallen. Ich war ganz begeistert. Genau. Und ja, hat dann sehr viel in mir gearbeitet und daraus ist tatsächlich dann auch mein Buch entstanden. Das ist dann bei rausgekommen und darüber bin ich eigentlich auch ganz glücklich, dass es überhaupt rausgekommen ist, weil das dümpelte 10 Jahre im Internet. So, ja, also zum Sonnenuntergang ist noch ein bisschen früh. Und da es mir so gut gefallen hat, habe ich den Kurs, da ich ja nicht alles machen konnte, dann gleich nochmal gebucht. Das konnte man da sogar auf Spendenbasis machen. Also wirklich klasse. Und ja, dann was auch schön war, es gab so Weggemeinschaften und eine davon habe ich bis heute, also von 2019 bis heute, 5 Jahre schon, 4,5 sind wir 3 Frauen, die sich begleiten weiterhin. Und das ist wirklich sehr, sehr schön und kostbar. Aber jetzt möchte ich euch erzählen, also es hat ja alles seine Schattenseiten. Und jetzt möchte ich euch erzählen, was für mich persönlich die Schattenseite war von dem Ganzen. Falls ihr überlegt, auch so einen Kurs zu machen oder mit dem Gedanken spielt oder auch gemacht habt und euch auch fragt, ja, was war das jetzt? genau, also,
Die Schattenseite war dann, wie gesagt, ich habe mein Buch rausgegeben, 2020. Das heißt, der Vagabundenblog vom Leben ohne Geld. Da habe ich also aufgeschrieben gehabt, was passiert ist, als ich ohne Geld gelebt habe. Ein Tagebuch geführt und habe daraus ein Buch gemacht. Also war, das war auch gut. So. Aber was danach passiert ist, ich bin einfach im Burnout gelandet. Ende des Jahres 2020, wegen dem Buchmarketing vor allen Dingen, weil mir das überhaupt nicht gelegen hat. Und ja, ich habe auch gemerkt, dass der Anbieter dieses Kurses, die haben einen jetzt individuell jetzt nicht unbedingt gefördert, also mich zumindest nicht, vielleicht andere, aber mich nicht. Und das war dann schon zum Teil auch ein bisschen frustrierend. Also wenn man dann lernt, wie kommt man in die Sichtbarkeit? Aber die haben einem nicht wirklich geholfen, sichtbar zu werden jetzt. Also mit meinem Buch beispielsweise, ja. So, und dann ist noch was passiert. Also ich habe mich weiterentwickelt dadurch. Natürlicherweise, ich bin praktisch auch ein bisschen auf eine andere Stufe gekommen. Also dafür bin ich auch sehr dankbar. Nur was ist, der Kurs ist dann zu Ende und dann steht man ziemlich alleine da. Und was mir eben passiert ist, ja, ich habe immer gedacht, ja, ich habe wunderbares Potenzial für viele Dinge. Ja, aber ich finde keine Leute, die mir helfen, mein Potenzial zu verwirklichen. So. Und das war dann auch wieder schwierig. Also, wo ich gedacht habe, ja, wo soll ich denn hin mit meinem Potenzial? Also fand ich auch sehr frustrierend und habe mich dann eben also mit dem Buchmarketing zu sehr verausgabt, auch mit einer Beziehung. Es war jetzt nicht nur Buchmarketing. Und ja, das war das praktisch Ende vom Lied, sage ich mal. Und ja, wer Burnout hatte, der weiß, da ist man erstmal eine ganze Zeit lang irgendwie auch lahmgelegt. Und es ist eigentlich keine schöne Erfahrung. Ich kannte das schon. Ich hatte das schon 1997 mal. Und habe sehr auf mich aufgepasst, aber nicht genug. Genau, sodass mir das passiert ist. Ja, und das war das, was ich eben auch sagen wollte. Ich persönlich bin da in einen, was ich Macherschaffertum-Modus nenne, reingeraten. Durch diesen Kurs. Und ich brauchte Jahre, um mich davon wieder zu befreien, da wieder von rauszukommen, wegzukommen. Also ich glaube, ich habe es jetzt langsam geschafft, da wieder rauszukommen. Und es war ein Modus, in dem es mir persönlich nicht gut ging. Mir ging es dann einfach jahrelang eigentlich nicht gut damit. Also und deswegen möchte ich jetzt mal drüber sprechen. Und ja, ich weiß nicht, soll ich euch warnen? Passt auf. Vielleicht schon. Passt gut auf euch auf, wenn ihr sowas macht. Was ich auch gemerkt habe, ist, man verändert sich. Und es ist dann gar nicht so leicht. Neue, also die alten Freunde passen dann nicht mehr so richtig. Und neue kennenzulernen, gelingt einem auch nicht vielleicht immer. Also, ja, also es sind, wie gesagt, Schattenseiten auch dabei. Und ja, interessanterweise, ich hatte mal mit einer Frau gesprochen irgendwie, die macht so Frauenarbeit, unterstützt Frauen. Und die sagte so im Nebensatz, naja, Potenzialentfaltung, das ist ja gefährlich. So. Naja, gut, also deswegen mache ich dieses Video. Also ich habe dann wirklich Jahre
gebraucht, um da wieder runterzukommen von diesem Macherschaffertu-Modus und habe einfach viel gemacht, ich viel angeleiert und hatte dann das Gefühl, ja, das muss ich jetzt auch irgendwie weitermachen oder das möchte ich und ich bin da drin am Rotieren und so weiter. Und ich war ja, wer mich kennt, jahrelang komplett ausgestiegen. Ja, habe einfach nur über mein Leben geschrieben, mein Alternatives. Da war die Welt für mich in Ordnung. Ich sage es jetzt mal so, eine kleine, feine, beschauliche, naja, so beschaulich war es nicht immer, es war auch zum Teil aufregend, aber es war für mich alles in Ordnung. Und irgendwie, ja, nach dem Potenzialentfaltungskurs war nicht mehr alles in Ordnung, sage ich mal. Und ich war dann auch sehr frustriert, weil mein Buch nicht so lief, wie ich mir das vorgestellt habe und ich auch nicht bekannt wurde damit. Und das war alles mit sehr viel Frust verbunden. Also ich wurde nicht bekannt, dass ich mal ohne Geld gelebt habe, wie manche anderen auch. Und da war ich ja sehr frustriert oft. Und ja, ich wollte es einfach mal mitgeteilt haben. Die Zeit ist jetzt vorbei, Gott sei Dank. Ja, ich mache jetzt mehr, was mir Freude macht und was mir leicht fällt, auch nicht so ganz so schwer. Das mache ich einfach nicht und dann ist es halt nicht genau. Ja, also das nochmal zum Thema: einmal Potenzialentfaltung und zurück. Also achtet sehr gut auf euch, während ihr das macht. Und auch danach guckt genau hin, wie geht's euch damit. Das ist mein Tipp. Ich will euch jetzt nicht wirklich da komplett davon abhalten. Es hat seine positiven Seiten, auf jeden Fall, definitiv. Aber es hat auch negative. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich freue mich über Likes, Kommentare, konstruktives Feedback. Abonniert gerne meinen Kanal und gebt es weiter, wenn ihr Leute kennt, denen es was sagen kann. Ich danke euch fürs Zuhören und tschüss!